Verstehen Sie, wir könnten ja sagen, also die Luxemburger, die retten uns mit, aber wir gewinnen aus eigener Kraft heraus. Und wir haben auch bei den Betriebsansiedlungen, ist es so gewesen seit 10, 20 Jahren, dass die regionalen Betriebe über 90% der Arbeitsplätze geschaffen haben. Und nur knapp 10% von Arbeitsplätzen kamen von Industriefirmen, ich sage mal aus Düsseldorf, Köln oder Mainz oder woher auch. Deshalb die Konzeption, dass wir Arbeitsplätze sichern, geht nur über den Fleiß der Unternehmungen. Bei den Konversionsprojekten, die in Hermeskey, weil Frau Schützers angesprochen hat, was ich auch richtig finde, ist es meiner Ansicht nach so, dass der Bund seine Verantwortung dort gerecht werden muss. Es kann nicht hingenommen, dass der Bund im Besitz dieser Flächen eigentlich noch ist und gleichzeitig die Kommunen dort, die nachgeordneten Verwaltungen, sich bemühen müssen, dort eine vernünftige Konzeption auf den Weg zu bringen. Das geht nur mit Einwirkung und mit Unterstützung des Bundes und das ist leider nicht der Fall. Mhm. Herr Maximini, was kann man denn da machen? Also den Vorwurf kann ich absolut so nicht akzeptieren, den Herr Kohl hier an den Bund gerichtet hat, weil das Land Rheinland-Pfalz hat über 630 Konversionsprojekte bisher geschultert. Wir sind das einzige Bundesland, was so viel Konversionsflächen bisher erfolgreich umgewandelt hat. Und es gibt ja ganz in der Nähe, auch in Trier, erfolgreiche Projekte, die abgewickelt worden sind. Dass das in Hermeskeil nicht klappt, das liegt vor Ort an den handelnden Personen, in dem Fall am Verbandsbürgermeister. Es ist kein Konzept entwickelt worden, was tragfähig wäre für Investoren. Wir haben lange genug im Kreistag darüber diskutiert. Und übrigens darf ich daran erinnern, Grüne und SPD waren von vornherein für einen qualifizierten Wirtschaftsförderer von der ersten Stunde mit einzubinden. Wir haben gesagt, wir müssen uns dort eine Stelle leisten dürfen, der uns berät, der dann auch entsprechend das Marketing betreibt und die Verbindungen zur Wirtschaft herstellt. Das ist allerdings mit der Mehrheit dann der Mehrheitsparteien im Kreistag abgelehnt worden, Herr Schmidt. Ja, das ist eben so. Ja, lassen wir ihn doch direkt und das ist auch der Grund, warum jetzt der letzte Investor abgesprungen ist. Und wir stehen mit der Konversion Hermeskeil genauso wie vor 2 Jahren am Anfang. Herr Schmidt, ziehen Sie sich den Schuh an. Ach, ist doch absolut ein Humbug, was der Herr Maximini da erzählt. War immer Sache der SPD-Verwaltung aufzuplayen, neue Leute einzustellen und nur hohe, dicke Verwaltung, wo sich dann aber unten nicht unbedingt das dann zum Positiven entwickeln soll. Wir muss mal gucken, wenn man hier von Trier nach Mainz fährt, dann haben wir hier relativ wenig entwickeln, mal außer im Industrieparkregion Trier. Aber dann kommt man da auf den Dreck bei Moorbach, auf den Humus. Da wird riesig investiert, 10 Kilometer weiter in Simmern wird riesig investiert. Vom Land nochmal 10 Kilometer weiter kommt man in Industriegebiet Sohnwald, nochmal dicke investiert. Und hier tut man sich so schwer und sagt, wie der Hugo Kohl schon gesagt hat, uns geht das alles nichts an, ihr vor Ort müsst das entwickeln. Wenn es ja so einfach wäre, eine Konversionsfläche, das heißt aus einer militärischen Nutzung auf eine zivile oder eine wirtschaftliche Nutzung umzudrehen, dann wäre das ja längst gemacht. Und die ganzen Auflagen, die drauf sind, die sind ja nicht so ohne weiteres zu handeln. Und hier sagen, dass der Bürgermeister nichts macht. Also Herr Maximini, das ist ja bar jeder Realität. Die Interessen und die Anstöße, die da gelaufen sind in Hermeskeil, das war eine ganze Menge. Und wenn sie so ohne weiteres zu realisieren wären, dann wären die bestimmt gemacht. Und wenn er sagt, es ist nur der Bürgermeister schuld, der Kollege Maximini, dann soll er da mal Vorschläge machen, wie man das machen kann. Das macht er aber auch nicht. Gut, aber das Schlusswort gehört in dieser Runde dem Herrn Piment. Denn der hat eben auch eins weniger sagen dürfen. Wenn Sie das von außen so betrachten, die beiden Großen streiten sich da so ein bisschen drum, wer da jetzt an welcher Stelle was falsch gemacht hat. Wie sehen Sie das? Nein. Also das sehe ich gar nicht so. Die beiden Großen streiten sich nicht. Es gibt selbstverständlich unterschiedliche Ansichten. Und das war schon immer so. Die SPD hat eine andere Einstellung zu gewissen Themen wie die CDU. Das liegt aber auch in der Natur der Sache und in den handelnden Personen. Und das ist nicht ein Thema, was man dann mit beleidigter Leberwurst abtun kann, sondern das sind ja Fakten und der Stärkere versucht sich durchzusetzen. Das ist nicht nur in der Politik so, sondern in der Natur auch. Führt am Ende zum Ziel. Bitte? Führt am Ende aber zum Ziel. Ja.
Wunderbar. Dann schauen wir jetzt mal auf unseren kleinen Meinungscheck, den ich eben schon mal angekündigt habe, liebe Zuschauer. Bedeutet nichts anderes als, wir stellen eine Frage, die diese Herren und Damen, mit Ja oder Nein beantworten können. Integrierte Gesamtschulen, ja oder nein? Okay, Abstimmungsverhältnis 3-2. Wir sehen schon, das ist eine umstrittene Sache. Herr Pimor, in 5 Sekunden nochmal, warum nein? Integrierte Gesamtschule nein, weil die Vokabel Gleichmacherei in die Philosophie der FDP überhaupt nicht hineinpasst. Mhm. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Zweite Frage in diesem Themenbereich. Glauben Sie denn, wir leben in der Region Saarlouis-Lux, das bietet natürlich viele Möglichkeiten, über Luxemburg haben wir ganz kurz schon gesprochen. Glauben Sie, dass diese Möglichkeiten schon ausreichend genutzt werden? Ja oder nein? Schwierige Fragen stellen wir gerne. 4-mal Nein, 5-mal Nein. Herr Maximini, Sie haben schon relativ schnell gesagt, aber es ist eine schwierige Frage. Es gibt natürlich Initiativen bereits, die auch wir hier vom Kreistuier Saarburg gestartet haben. Es gibt bilaterale Gespräche zwischen den Landesregierungen. Aber wir können natürlich noch sehr viel mehr tun in unserer Region. Und zwar, ich denke da nur an die Mehrsprachigkeit der Schulen. Wir beginnen ja jetzt erst, dass wir vor allen Dingen an der Obermosel im Kreistuier Saarburg eine Grundschule jetzt aufgebaut haben, wo zweisprachig unterrichtet wird. Und das ist sehr wichtig im Grenzraum, dass man auch zum Beispiel die französische Sprache erlernt, also um halt dann kulturell in diesen Ländern später auch Arbeit und auch einen Arbeitsplatz zu finden. Also wir sehen schon, da haben wir eine Stelle gefunden, wo man durchaus noch dran ziehen kann, obwohl das natürlich nicht nur am Kreis liegt, sondern auch an den anderen handelnden Personen. Und deswegen möchten wir jetzt in den nächsten Themenbereich vorspringen und der lautet Umwelt und Verkehr. Ja, Frau von Schütz, klassischerweise spreche ich jetzt natürlich direkt Sie an beim Thema Umwelt, gar keine Frage. Auf der Kennerlei, da gab es eine ganze Menge Ärger. Da wurde ein tolles Projekt gemacht, Solarkraft, wunderbare Sache. Nur die Leute, die dort gewohnt haben, die wollten es nicht. Was war da los? Also, grundsätzlich haben wir uns sehr gefreut, dass regenerative Energien und Photovoltaik so ein positives Echo allgemein gefunden haben. Ganz umstritten sind diese großflächigen Projekte. Da gibt es auch innerhalb unserer Partei keine einheitliche Linie, aber immer sagen wir, regenerative Energien, Photovoltaik ist allemal besser als Ausbau der Atomkraft. Und wir sind der Auffassung, dass wir lieber es hätten, wenn die Planungsgemeinschaft Trier, der Region Trier, Vorrangflächen ausweisen würde für solche Projekte. Das ist der erste Schritt. Das zweite, unser Anliegen wäre auch, dass die bereits versiegelten Flächen also überbaut würden durch Photovoltaik. Technisch ist das alles möglich, es ist nur eine Sache der Überzeugung und der Finanzierung. Das heißt zum Beispiel große Parkflächen, die jetzt noch öde Flächen sind, kann man aufständern, Photovoltaikanlagen drauf machen, ohne gleich Ackerboden dazu zu benutzen, das außerhalb der bewohnten Gebiete durchführen zu lassen. Das kann man natürlich machen. Ich denke, das ist relativ unumstritten. Warum es noch nicht gemacht wurde, ist eine andere Frage. Warum, Herr Schmidt, gibt es noch gar keinen Plan dafür? Warum gibt es keinen Plan dafür? Das ist eine gute Frage. Regenerative Energien sind am Werden. Die Leute verstehen sicherlich mittlerweile, dass die fossilen Energien am Ende sind und dass Atomenergie keine Lösung auf Dauer ist. Also werden wir sicherlich auch die regenerativen Energien forcieren müssen und eine neue Entwicklung auf den Weg bringen müssen. Die Leute sind natürlich noch etwas zurückhaltend, weil auch die Wirtschaftlichkeit, wie die Frau von Schütz sagt, die Häuser, die Dächer, die Wände zu nehmen, die haben noch wissen nicht, wie man das finanzieren soll und ob das wirtschaftlich ist. Und da sind natürlich jetzt die großen Anbieter auf die Kommunen zugegangen und haben denen gesagt, was ich durchaus für